Vielen Dank. Ja, die Radio Boys hier featuring Anna Baumgart. Zeppelin hier, Wurm hier in Schwerin. Das ist doch mal was. Und zum letzten Mal mit Hannes. Tschüss, Hannes! Wenn man überlegt, dass es unser dritter Auftritt überhaupt im Leben ist, nicht? Also, das ist schon was Exklusives. Man kann sagen, man ist dabei gewesen. Den können wir uns nicht mehr leisten, das ist ja die Wahrheit. Er ist so gut. Ja, ganz links übrigens unser Programmchef, Ecki Raff am Bass. Unser lieben Hagen Schulzhaber aus der Produktion von Antenne MV. Anna Baumgart. Stimmband und Hannes, unser Ziel, unser Produzent, Gitarrist und Freund. Und Steffen Holz von der Andere Frage, die mich gerade interessiert, wenn man ein Programm schon hört. Warum hört man keine Live-Musik im Radio? Aber genau das tun wir doch. Bei uns läuft stündlich Live-Musik im Radio. Nein, ich meine wirklich echt gespielte in dieser Sekunde live, also richtig live, nicht Live-Aufnahme. Auch das passiert regelmäßig. Also ist für viele Künstler ein bisschen schwierig, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen, rein logistisch. Die bleiben dann halt lieber in Hamburg hängen oder sonst was. Aber wir hatten
Wie hießen die Jungs da? Kendrick hatten wir gerade da. Kendrick, der den Lili-Song gemacht hat zum Beispiel. Oder Kaleid, eine Band hier auch aus dem Land, die man ja auch kennt. Und Jennifer Rostock. Jennifer Rostock hat ein bisschen was gesungen. Und Cassandra Steen. Also es sind schon Leute auch mit Rangnamen, die dann immer kommen, wenn sie neue Platten promoten wollen. Und wir sind dann immer ganz froh, wenn wir es dann hinbekommen, dass die Künstler dann auch live was spielen bzw. singen. Und das machen die inzwischen auch sehr gerne, weil es eine... Die es können. Cassandra Steen konnte das und... Wer kann's denn nicht? Wissen wir ja nicht, weil die bringen ja ihre Instrumente nicht mit. Nee, die bieten das dann auch nicht an, weißt du? Ja. Nein, also es ist schon so, dass wir das auch gut finden und gern haben. Ne? Nur wie Ecki schon sagt, es kommt nicht jeder zu uns. Die promoten dann lieber in größeren Städten bei Sendern, die eben Millionen von Hörern haben, weil sie ein größeres Sendegebiet besitzen oder so.